Und damit sind wir zurück bei Mittelerde Fight Club. Ja, heute ist Mittwoch, der 14.02. Ich habe gestern, wie schon gedacht, nicht mehr Overlord und Titan Quest geschafft, aber für heute werde ich schauen, dass ich die Folgen schaffe. Zum gestern gestarteten The Last Days of the Third Age habe ich dort was gesagt. Da warte ich bis Donnerstag. Wenn bis dahin nicht mindestens ein Kommentar da ist, dann werde ich das pausieren und erstmal ein Projekt nehmen, was wir im Moment pausiert haben und das dann fortsetzen. Ja, für diesen Kampf habe ich mir auch wieder, glaube, zwei sehr interessante Kontrahenten ausgedacht, die beide einige Parallelen haben und ja, teilweise schwer einzuschätzen sind, teilweise aber auch nicht. Und zwar geht es um zwei Urgewalten dieses Mal. Auf der einen Seite haben wir Baumbart, den Ältesten der Ents, den Hüter des Waldes, und auf der anderen Seite den Pelzwechsler Beorn, mit ja, der auch ein Hüter ist, aber eher so für Tiere, zumindest für die Tiere auf seinem Hof. Genau. Ja, wie immer gehen wir zuerst die beiden Figuren an, also die beiden Charaktere. Ich fange mit Baumbart an. Baumbart ist ein Ent, das ist ein, also er gehört zur Rasse der Ents. Das sind baumähnliche Wesen, die aber keine Bäume sind, sie sind nur baumähnlich, sie sind theoretisch sterblich, also nicht unsterblich. Sie sind das Vorbild von Morgoth gewesen, von den Trollen, also Morgoth hat ja einmal die Elben versklavt und gefoltert für Orks und bei den Trollen hat er als Vorbild die Ents genommen und die Ents eben pervertiert. Baumbart ist circa 4 Meter groß, also ein sehr großer Baum. Er ist einer der ältesten Wesen in Mittelerde, älter als Gandalf zum Beispiel, älter als die meisten Elben. Ich glaube, der einzige, der älter als er ist, ist Tom Bombadil. Aber ansonsten dürfte Baumbart so ziemlich das älteste Wesen sein, was es in Mittelerde gibt. Hat auch bis ins 4. Zeitalter reingelebt, also nicht gerade kurz. Er hat eine rindenähnliche Haut. Ist nicht unverwundbar, aber sehr, sehr, sehr robust. Und ja, der bekannteste Vorfall der Ents ist natürlich die Sache mit Isengard. Die Ents allgemein sind ein Volk, das sehr darauf achtet, nicht hastig zu sein, das alles eher ruhig angehen lässt, eher sich sehr viel Zeit nimmt, teilweise auch zu viel Zeit. Da gibt es ein gutes Beispiel dafür, dass man zum Beispiel nie ganz den Namen Baumbarts erfährt, weil er selber sagt, dass im Entisch, in der Sprache der Ents, der Name immer weiter wächst über die Jahre. Also je nachdem, was passiert ist, dass quasi der Name erzählt, was so in dem Leben der jeweiligen Person vorgefallen ist. Und deswegen ist Baumbarts Name extrem lange und man kennt ihn nicht ganz. Ja, ich habe mich heute schlecht vorbereitet, merke ich gerade. Ich bin gerade ein bisschen in Gedanken. Sorry. Aber ich versuche es trotzdem möglichst gut zu machen. Was Ents gar nicht mögen, ist, wenn irgendjemand Pflanzen Gewalt antut. Sie sind die Hüter der Wälder, sie sind die Hüter von allem, was wächst. Und reagieren deswegen empfindlich, zum Beispiel auf Feuer ganz besonders, oder auf Äxte. Das war Isengards Problem. Saruman ist ja in den Fangornwald, wo von Baumbart der oberste Hüter ist, eingedrungen mit und hat seine Orks ausgesandt, um den abzuholzen. Zumindest teilweise, also einfach um ihn zu roden, weil er Brennstoff brauchte für seine Schmieden, um Waffen herzustellen und so weiter und so fort. Bevor Saruman dem Bösen verfallen ist, war er ein Freund der Ents, ist auch öfters mal im Fangornwald gewesen und meines Wissens haben sich Baumbart und Saruman auch öfters unterhalten, also damals haben die sich gut verstanden, aber nach seinem Fall natürlich nicht mehr. Anfangs haben die Ents das gar nicht so mitbekommen, dass er ihren Wald abholzt. Das ist dann passiert durch die Hobbits Merry und Pippin, die ihn ja nicht aufgerüttelt
aber die ihn davon überzeugt haben, dass da was getan werden muss. Dann hat er ein Endteam einberufen, das ist eine Versammlung von allen möglichen Ends, die ging 3 Tage. Und da wurde eben entschlossen, dass sie Isengard zerstören wollen als Rache für die ganzen getöteten Bäume und für den Verrat allgemein, weil es eben ursprünglich ein Freund war und dann sie aber verraten hat. Und ja, da sind die Ents extrem wütend geworden. Es wird im Buch als Aufrütteln bezeichnet, dass sie aufgerüttelt wurden. Sie sind stinksauer gewesen. Sie haben komplett Isengard vernichtet. Sie haben die Mauer zerstört. Sie haben sämtliche Orks drin getötet. Sie haben im Grunde die ganze Festung in Schutt und Asche gelegt. Man weiß zwar nicht, wie viele Ents es waren, aber es waren nicht viele. Einfach aus dem Grund, dass sie die Endfrauen verloren haben vor langer Zeit. Deswegen gab es ja lange nur männliche Ents und deswegen keine Kinder gewachsen sind. Also es waren nicht viele, aber sie haben die Festung einfach nur zerstört. Sie haben die ganzen Gräben, die Saruman ausgehoben hat für seine unterirdischen Schmieden, haben sie mit dem Isen, also mit dem Fluss Isen geflutet. Sie haben komplett die Mauer eingerissen von Isengard, die sehr hoch war und die auch extrem massiv befestigt auf Stein und alles. Nur dem Ortank, dem Turm konnten sie nichts anhaben, weil er unzerstörbar war. Also sie erscheinen da einfach als eine Art, wie ich schon vorher sagte, als eine Urgewalt, als einfach eine rasende Masse an Wesen, die sich einfach nur rächen wollen. An sich eben, wie gesagt, sehr ruhige Wesen, sehr freundliche Wesen, obwohl auch misstrauisch. Gerade gegen sie lernen eine alte Liste, wo sie sämtliche Wesen kennenlernen, mit einer kurzen Beschreibung. Aber sie mögen deswegen nicht alle. Mit Zwergen zum Beispiel verstehen sich die Ents auch null, weil Äxte. Und weil halt auch Zwerge Bäume abholzen teilweise für Brennstoff. Mit Menschen verstehen sie sich teilweise auch nicht. Am besten Kontakt haben sie zu Elben. Aber da der Fangornwald im 3. Zeitalter der einzige Ort war, wo es noch Ents gab, waren sie halt insgesamt sehr zurückgezogen. Hobbits kannten sie gar nicht vor Merry und Pippin. Die wurden aber dann diese große Liste aufgenommen. Genau. Man weiß halt leider von Baumbart selber, was das Kämpferische angeht, nicht viel. Man weiß, dass er riesige Felsbrocken schmeißt. Er ist, wie gesagt, 4 Meter groß. Und als ein Baum hat er ordentlich Kraft. Man sieht im Film zum Beispiel, dass er durch den Isen nicht weg, also dass er dagegen stehen kann, obwohl sie den Damm zerstört haben. Und man weiß ja, wenn ein Damm zerstört wird, kommt das Wasser mit sehr, sehr, sehr großer Wucht. Hat ihn aber nicht umgeworfen, gar nichts. Er hat da einfach standgehalten. Genau, also der ist echt ein... Also, was Isengard angeht, kann man ihn durchaus als Monster bezeichnen, weil sie einfach alles zerlegt haben. Im Film ist es natürlich ein bisschen anders. Im Film sagen sie bei der Versammlung zum Beispiel erst, sie wollen sich nicht einmischen. Sie mischen sich dann nur ein, weil die Hobbits Baumbart quasi live, also weil sie ihm halt direkt vor Augen führen, was Saruman eigentlich macht, eben mit dem Zerhacken der Bäume, mit den gerodeten Flächen, was die vorher einfach nicht so mitbekommen haben. Sie sind halt einfach sehr alte Wesen und haben deswegen einfach da auch ein bisschen anderes Verständnis für Zeit als andere. Das sieht man im Film sehr schön, wo sie den ersten Tag einfach mal viel, viel reden und dann Baumbart sagt, ja, ich habe jetzt dem Ending nur gesagt, wie ihr beiden heißt und wir sind uns einig, ihr seid keine Orks. Also ja, sie haben halt, was zeitlich angeht, leicht andere Verhältnisse als andere Rassen. Aber wie gesagt, wenn sie aufgerüttelt werden, dann sind die nicht mehr aufzuhalten. Und dann, man kann durchaus von einem Amoklauf sprechen. Isengard war durchaus ein Amoklauf. Gut, als zweites kommen wir zu Beorn. Beorn ist ein Mensch, aber auch von einem Mensch ein sehr großer Mensch. Wie groß genau, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß aber, dass es im Hobbit so eine ähnliche Zeile gibt, von wegen, dass Bilbo ganz bequem zwischen seinen Beinen durchlaufen konnte, ohne allein
schon den Saum seines Überwurfs, also von seiner Kleidung, zu berühren. Ich meine, Bilbo ist ein Hobbit, ist natürlich nicht groß, aber man kann sich, glaube ich, ungefähr vorstellen. Er ist ein Pelzwechsler, das bedeutet, er kann sich in einen Bären verwandeln, einen sehr großen Bären, größer als jetzt ein gewöhnlicher. Auch da gibt es leider keine exakten Maße. Und auch Beorn ist ein Wesen, das sich dem Schutz verschrieben hat. In seinem Fall sind es die Tiere. Er hat einen Hof, wo er eben wo seine Tiere eben quasi wie Familienangehörige auch dienen und wie er sie als Familienangehörige sieht. Das heißt, er isst zum Beispiel kein Fleisch, sondern ernährt sich hauptsächlich von Sahne und Honig. Ja, Beorn hat eine Holzfäller-Axt in Menschengestalt, eine sehr große, massive, mit der er durchaus Schaden anrichten kann. Als Bär hat er natürlich Krallen und Zähne. Und ja, auch er ist eine Urgewalt. Bei ihm kommt es halt in der Schlacht der fünf Heere. Da wird beschrieben, dass, also einmal, erst waren es ja die Menschen, die Zwerge und die Elben gegen eben Orks und Waage und sie waren unterlegen. Die haben zwar erst viele Orks besiegt, aber letztendlich wurden sie zurückgedrängt. Dann kamen die Adler als Verstärkung, aber selbst mit den Adlern hätten sie noch die Schlacht verloren. Und dann kam Beorn, alleine als Bär. Und Beorn hat die Orks, ja, also wie auch schon bei Barombard, er war reglich, er war wirklich in einem Amoklauf. Er ist über die Orks hergefallen, es wird, glaube ich, beschrieben wie ein Donner. Wie ein Donnerschlag, dass er halt einfach in die Reihen gestürmt ist, anscheinend hat. Es wird auch beschrieben, dass keine Waffe ihm irgendwas antun konnte. Er hat Bolg, den Anführer der Orks, zermalmt, einfach zwischen die Krallen genommen und zerfetzt. Was, wenn man bedenkt, dass das immerhin zumindest ein Orkhäuptling ist, von enormer Stärke spricht, dass er einfach mal, ich meine, wie gesagt, man weiß nicht genau, wie groß er als Bär ist, aber dass er einfach mal einen Ork einfach zerquetschen kann. Er muss enorm stark sein. Und man weiß ja, wie stark jetzt in der normalen Welt Grizzlies sind, vor allem wenn die wütend sind. Und Beorn ist dann natürlich nochmal ein großes Stück drüber. Ja, er hat da einfach geraged, er ist da einfach rein und hat die Heere der Orks und Waage vernichtet. Also er hat sie nicht allein vernichtet. Es ist nicht so wie bei Baumbart, dass er eine Ein-Mann-Armee ist, aber nur durch ihn konnten sie die Schlacht der fünf Heere für sich entscheiden. Ohne ihn hätten die Elben, Menschen und Zwerge selbst mit den Adlern verloren. Ja. Beide, habe ich ja schon gesagt, teilen sich viele Parallelen. Beide sind Beschützer, der eine von Pflanzen, der andere von Tieren. Beide sind misstrauisch gegenüber Fremden. Beorn zum Beispiel er sagt, er ist Zwergen, er mag Zwerge nicht übermäßig. Daran sind sie sich auch einig. Er ist halt Besuche nicht gewöhnt. Er lebt auf seinem Hof relativ alleine. Und an sich mag er Besuch, aber nur, wenn er ihn einlädt. Deswegen hat Gandalf da einen besonderen Plan, dass er erst mit Bilbo kommt, der ihm die Geschichte erzählt, wie sie überhaupt in den Landstrich gekommen sind und die Zwerge dann paarweise in Zeitabständen kommen, weil er eben große Massen nicht gewöhnt ist. Und wenn sie auf einmal gekommen wären, hätte er sie einfach nur weggejagt und im schlimmsten Fall getötet. Das ist nicht so sicher, aber man merkt auf jeden Fall, dass Gandalf vor ihm Angst hat oder zumindest sie Sorgen. Und das will schon was heißen, wenn Istari sich, also Angst ist vielleicht übertrieben, aber wenn er zumindest, hat ja mit Nachdruck gesagt, man darf den nicht unterschätzen, gerade in Wut nicht. Ja, bei Baumbart ist es ähnlich. Baumbart wollte erst die beiden Hobbits töten, zumindest im Film, weil er sie nicht kannte, weil er halt dachte, das sind Feinde, weil er wusste, mit den Orks, da war er halt schon ziemlich, ziemlich angenervt. Also noch nicht aufgerüttelt, aber sehr angenervt. Und im Buch ist es ein bisschen anders. Im Buch ist er zu ihnen freundlicher, aber trotzdem erstmal auch da, weil er sie wegen dieser alten Liste, weil sie da nicht drin sind, nicht kennt, erstmal distanziert, sagen wir es mal so. Beide werden als Urgewalt beschrieben, Beorn eben in der Schlacht der fünf Heere, weil er einfach die Orkheere vernichtet hat.
weil er da einfach über die hergefallen ist, wie ein stinkwütender großer Bär, wie ein Donnerschlag. Und Baumbart mit den Ents bei Isengard, die halt einfach komplett die ganzen Mauer von Isengard eingerissen haben, sämtliche Orks getötet haben. Da wird halt leider nicht viel beschrieben. Also Baumbart ist halt nicht alleine, sondern er zerstört Isengard mit anderen Ents, während Beorn auch alleine eine riesige Kraft ist und eine gefährliche Macht in sich trägt, die er halt in der Wut dann auch voll ausnutzt und einsetzt. Was noch als Parallele? Beide sind eigentlich eher ruhig. Bombard ist halt einfach nicht hastig. Er bewegt sich an sich langsam, er redet relativ langsam. Er hat ein anderes Zeitverständnis als andere Rassen und ist, was heißt entspannt? Er ist halt eher der ruhige Typ. Und Beorn ist, wenn er nicht wütend ist, auch eher ein ruhiger, nachdenklicher und eigentlich durchaus freundlicher Genosse. Das sollte nur beide nicht wütend machen. Das ist eben bei beiden der große Punkt. Ich würde bei diesem Matchup insgesamt, glaube ich, Baumbart vorne sehen. Aber auch hier bin ich mir nicht ganz sicher. Auch hier räume ich beiden Chancen ein. Ich nehme vor allem deswegen Baumbart, weil man mit Beorn nicht genau weiß, wie groß er ist. Also Baumbart ist, wie gesagt, 4 Meter groß. Geht auf zwei Beinen, hat deswegen auch zwei Arme mit einer entsprechenden Länge, die er ja durch seine Kraft auch gut ausnutzen kann. Er kann auf jeden Fall sehr große Steine schmeißen. Beorn ist so eine Sache. Als Mensch mit der Holzfäller-Axt, klar kann er damit Baumbart verletzen. Andererseits, eine Holzfäller-Axt macht den End auch sauer, weil es eine Axt ist, weil es eben eins dieser Todfeinde von Ents ist. Also was heißt Todfeinde? Weil es ist einfach, da kennen die einfach nichts. Genauso wie bei Feuer, da werden die einfach stinksauer. Als Bär setze ich Beorn schneller ein, also auf jeden Fall, weil Baumbart ist halt eher gemächlich. Auch wenn er jetzt wütend ist, aufgrund der Größe schätze ich Beorn für schneller ein. Er könnte vielleicht einigen Schlägen ausweichen. Aber als Bär hat er, finde ich, nicht so viele Möglichkeiten, Baumbart zu verletzen, weil da hat er halt nur Krallen und Zähne. Und auch wenn er große Kraft hat, so ein Baum ist halt nicht einfach zu verwunden. Ich meine, er ist nicht unsterblich, er kann durchaus Verletzungen erleiden und es ist auch da ein bisschen unterschiedlich. In der Filmvorlage sind Ents ja wirklich Bäume. Im Buch sind es eigentlich nur baumähnliche und sonst eher wie Riesen, wie Menschen. Also man würde sie in unserer normalen Mythologie als Riesen bezeichnen, also wie große Menschen. Ist halt die Frage, weil zum Beispiel im Buch tragen sie auch Kleidung. Also es sieht schon ähnlich aus wie Rinde, aber es ist eigentlich Kleidung, wovon man ausgeht. Aber wenn man jetzt von Filmen zum Beispiel ausgeht, dann sehe ich für Beorn nicht wirklich Möglichkeiten, den End zu verletzen als Bär und als Mensch zwar schon, aber da macht er halt den End sehr, sehr, sehr schnell sauer. Und wenn Baumbart mal aufgerüttelt ist, dann halte ich Baumbart für überlegen. Weil er, ich denke, auch mehr Kraft als Beorn hat. Weil er einfach, ich meine, er wird Beorn nicht sofort erledigen. Das ist nicht so wie bei einem Ork, wo er wirklich vielleicht einen Punch braucht, einen Schlag braucht und der ist dann tot. Aber so zäh Beorn auch ist, ich glaube, sehr viele Schläge von so einem riesigen, wütenden End steckt er nicht ein. Bei den Orks war das was anderes. Die haben halt, sagen wir mal, eher schlechtere Qualität an Waffen. Da hat's ihm halt, und da war er so sauer, da hat es ihm halt nichts ausgemacht, wenn mal eine Axt irgendwie ihn erwischt oder ein Schwert. Er ist da einfach durchgerast und hat die, so gut es geht, zerfetzt und vernichtet und zertrampelt. Aber ein einzelner Ent, der größer als er ist und eben zwei Arme hat, mit denen er, wenn er zum Beispiel ihn anspringen will, ihn einfach festhalten könnte, ist halt was anderes, denke ich. Ist eine andere Kategorie. Also ich finde es auch hier eine interessante Frage. Ich finde es auch hier eine knappe Entscheidung. Aber alles in allem würde ich Baumbart als Sieger führen, obwohl ich, wie gesagt, für Beorn auch Chancen sehe. War halt im Gegensatz zu Baumbart eher, also was heißt eher eingeschränkte, sagen wir mal weniger Chancen.
Gut, das war's mit der heutigen Mittelerde Fight Club Folge. Auch wieder 20 Minuten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch hier wieder mit mir ja nicht unbedingt einer Meinung, aber dass ihr die Meinung gut nachvollziehen könnt. Ich habe beim letzten Video das Kommentar gelesen. Da wurde zum Beispiel darum gebeten, ein bisschen auf die Alltagssprache zu verzichten. Ob es mir jetzt hier gelungen ist, ich habe es versucht. Ob es mir jetzt hier gelungen ist, weiß ich nicht. Aber genau, ich werde einfach weiter schauen, dass ich spannende Kämpfe für euch raussuche. Natürlich, wie immer, könnt ihr auch Vorschläge bringen. Und ja, wir sehen uns dann heute noch bei Titan Quest und bei Overlord. Und wenn Kommentare kommen, eventuell bei The Last Days of the Third Age. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl und